Spartas Geheimdienst war die Kryptea. Wenn ihr euch jetzt fragt, hä, ist das eine neue Netflix-Serie oder so, CIA Sparta-Edition? Nee, ich meine es wirklich so, wie ich es sage. Ja, die Spartaner hatten eine Art Geheimdienst. Und zwar einen, der je nach Quelle ziemlich brutale Vorgehensweisen hatte. Heute werden wir uns genauer mit diesem Geheimdienst der bereits erwähnten Kryptea befassen. Bevor wir aber anfangen, müssen wir zwei Dinge klären. Erstens, was ist das Problem, wenn wir versuchen, den spartanischen Geheimdienst zu verstehen und zu betrachten? Und als zweiten Punkt, was sind die Heloten und wieso spielen sie eine so große Rolle für den spartanischen Geheimdienst? Und ja, ich weiß, Vorwissen zu klären und die Theorie durchzugehen ist immer etwas langweilig. Aber es ist halt notwendig, damit wir das Verständnis haben. Und als kleine Entschädigung mache ich am Ende des Videos noch einen kleinen interessanten Einschub, der die Kryptea in Zusammenhang mit der Schlacht an den Thermopylen bringen könnte, also der berühmten Schlacht, auf der Film 300 basiert. Also auf zur Theoriestunde. Klasse, Stifte raus, Notizen machen, das kommt an der Prüfung dran. Also, was ist denn jetzt das Problem, wenn wir versuchen, den spartanischen Geheimdienst zu verstehen? Die Spartaner hatten eine extrem stark verankerte Kriegerkultur. Das klingt vielleicht unwichtig, aber es ist von größter Bedeutung, wenn wir aus heutiger Sicht versuchen zu verstehen, wie die spartanische Gesellschaft funktioniert hat. Denn als Kultur, die sehr auf den Kampf ausgerichtet war, haben sie gleichzeitig dem Aufschreiben von historischen Ereignissen wenig Bedeutung gegeben. Anders ausgedrückt, sie hatten ein bisschen die Attitüde, Bro, sei mal kein Nerd, wen juckt's, als ob wir unsere Geschichte aufschreiben müssen, lass lieber ins Gym und ein paar Hanteln heben. Und logischerweise heißt das jetzt, dass wenn es um historische Quellen geht, wir nur sehr, sehr wenig Quellen haben, die auch direkt von den Spartanern kommen. Sehr viele der Quellen, auf die wir zurückgreifen müssen, sind die Quellen, die von Athenern oder anderen Leuten aufgeschrieben wurden. Also als würde in 500 Jahren, wenn jemand verstehen will, was für historische Ereignisse in Deutschland passiert sind, fast alle Quellen, die die Person hat, irgendwelche Word-Dokumente sein, die von Franzosen, Engländern und Schweizer geschrieben wurden. Wie ihr euch vorstellen könnt, macht es das schon schwer genug. Aber darauf kommt noch ein weiteres Problem. Die Kryptea ist, wie bereits erwähnt, eine Art Geheimdienst von Sparta gewesen. Und wie ein Geheimdienst genau funktioniert, wie die internen Strukturen sind, ihre Operationen und Aufträge. Naja, das, ich sag mal so, es könnte euch jetzt schockieren, aber die sind halt geheim. Es liegt halt nicht unbedingt in der Natur eines Geheimdienstes, dass man rumläuft und rumerzählt, wie der genau funktioniert. Logischerweise ist es allgemein extrem schwer, zu allen Völkern in der Geschichte genaue Informationen zu finden, die auf Aufgaben von Geheimdiensten oder Spionagenetzwerken eingehen. Die Kombination dieser beiden Dinge macht es natürlich extrem schwer, sich da ein genaues Bild zu erschaffen. Und das alles sind auch Gründe, weswegen wir teilweise sehr unterschiedliche Angaben zu der Kryptea haben und nicht genau wissen, welche davon der Wahrheit näher kommt. Okay, das wäre jetzt geklärt. Zu der anderen Frage. Wer sind die Heloten und wieso sind sie gerade in Bezug auf Sparta so wichtig? Also, die Heloten sind erst einmal simpel ausgedrückt Sklaven von Spartanern. Während Sklaven zu haben nicht ungewöhnlich war im antiken Griechenland, war die Sache in Sparta nochmal auf einem ganz anderen Level. Wie bereits erwähnt, hatten die Spartaner eine Kultur, die vollkommen und bedingungslos auf die Kriegskunst ausgesetzt war. Und damit meine ich nicht, oh, sie waren sehr auf den Krieg fokussiert und fertig. Ihr ganzer Alltag war ausnahmslos auf den Krieg ausgelegt. Aber ist ja klar, dass man alles drum und dran trotzdem noch braucht. Du brauchst Leute, die die Felder bewirtschaften, Essen auf den Tisch bringen, Kleidung herstellen und so weiter und so weiter und so weiter. Vergleicht man das mit vielen anderen Kulturen, die sehr auf Kriegskunst aus waren, gab es halt immer noch Mitglieder in der Gesellschaft, die normale Jobs hatten. Oder aber Soldaten, die nebenher noch anderen Berufen nachgingen. Das gab es aber in Sparta nicht. Jeder Spartiat lebte als Soldat. Nur als Soldat. Deswegen waren die Heloten, also die spartanischen Sklaven, nicht nur ein Teil der Bevölkerungsschicht, welche irgendwelche wohlhabenden Bürger hatten. Die Sklaven übernahmen wortwörtlich alle Aufgaben in der Gesellschaft, die nicht in direktem Zusammenhang mit dem Krieg standen. Daraus ergab sich ein Problem, was in Sparta einzigartig war im Vergleich zum Rest des antiken Griechenlands. Die Anzahl der Heloten, also Sklaven, war viel höher als die Anzahl der Spartaner. Genaue Zahlen sind zwar etwas umstritten, aber laut dem Geschichtsschreiber Herodot sollen Heloten 80% der Bevölkerung ausgemacht haben.
80%. In Deutschland hieße das, dass von den etwa 83 Millionen Bewohnern etwa 64 Millionen Sklaven wären. Merkt ihr jetzt langsam, was das Problem ist? Denn wenn man das Problem versteht, beginnt der Hauptsinn und Zweck des spartanischen Geheimdienstes, der Kryptea, ebenfalls klarer zu werden. Denn stellt euch vor, 80% der Bevölkerung, alle Sklaven, entschließen sich zu sagen, Alter, lass mal stecken, wir haben keinen Bock mehr. Wenn der Teil der Bevölkerung, die den größten Teil ausmacht, sich plötzlich erhebt, wird es selbst für absolute Elitekrieger schwer, dagegen anzugehen. Vor allem dann nicht, wenn viele Spartiaten gerade nicht in der Heimat sind und in irgendeinem Krieg kämpfen. Und dann will man ja auch nicht alle abschlachten. Die Sklaven müssen schließlich die ganze Arbeit machen, damit die Spartaner sich voll auf die Kriegskunst fokussieren können. Alle Sklaven einfach abzuschlachten, hieße auch, dass die Gesellschaft der Spartianer zusammenbricht. Ihr seht, die Angst vor einem Sklavenaufstand bzw. einem Helotenaufstand war ein immer präsentes Problem für die Spartaner. So. Diese zwei Punkte werden jetzt geklärt. Es ist schwer, genaue Details zu der Kryptea anzugeben, aufgrund unterschiedlicher Gründe. Und die Spartaner hatten ständig Angst, dass die Helotenpopulation, also die Sklavenpopulation, sich gegen sie erhebt. Puh, okay, hätten wir das. Kommen wir zum Hauptteil des Videos, der Kryptea. Also, wie bereits erwähnt, die Kryptea ist eine Art Geheimdienst der Spartaner. Schon der Name gibt einen ziemlich guten Eindruck davon, denn es hat seinen Ursprung im Altgriechischen und bedeutet versteckt bzw. geheim. Wie gesagt, sind die genauen und detaillierten Aufgaben der Kryptea sehr umstritten. Bei einigen Quellen gibt es aber große Einigkeit. Bei einem dieser Punkte, in dem sich die meisten einig sind, geht es um die Heloten. Denn es heißt, dass eine der Hauptaufgaben der Kryptea es war, zu verhindern, dass es zu einem Aufstand und einer Rebellion von den Heloten, also den Sklaven, kommt. Und es waren halt Spartaner, ihr könnt euch vorstellen, dass sie es nicht taten, indem sie zu den Heloten gingen und sagten, hey, sorry euch zu stören, aber wir machen gerade eine Umfrage, ob alles okay ist bei euch. Wenn nicht, dann gebt doch bitte Bescheid und wir diskutieren die Dinge aus. Nee, sie lösten es anscheinend ziemlich anders. Und hier kommt die Kryptea ins Spiel. Ähnlich wie ein moderner Geheimdienst, der im Schatten agiert und die Sicherheit einer Regierung gegen Bedrohungen absichern soll, war es die Aufgabe der Kryptea, regelmäßig einzelne Spartiaten oder kleine Grüppchen ins Land zu schicken. Bei den Details, was da genau passiert, unterscheiden sich die Versionen ein bisschen. Plutarchs Darstellung wirkt dabei meiner Meinung nach etwas zu blutrünstig. Laut ihm suchten die Mitglieder der Kryptea nach irgendwelchen Helotengruppen auf der Durchreise und warteten dann versteckt, bis sich diese Heloten zur Ruhe legten. Anschließend sollen die spartanischen Kryptea-Agenten sich runtergeschlichen und alle Heloten umgebracht haben, an die sie rankamen. Dieses Vorgehen ist aber meiner Meinung nach wahrscheinlich etwas übertrieben und dürfte eher wenig Sinn gemacht haben. Zufällig ausgesuchte Massaker in regelmäßigen Abständen an Heloten hätte wahrscheinlich das Risiko einer Rebellion eher erhöht als verringert. Andere Chronisten hingegen tendieren zu viel systematischeren Attentaten. Dabei töteten die Agenten der Kryptea nicht einfach nur irgendwelche Heloten, sondern suchten sich diejenigen heraus, von denen eine Gefahr ausging. Und was ist gemeint mit, von denen eine Gefahr ausging? Dabei konnte es sich um besonders starke, besonders aufmüpfige und rebellische Heloten handeln, aber auch Heloten, die einfach ein unfassbares Charisma hatten und es schafften, die Leute unter sich zu vereinen. Anders ausgedrückt, es konnte sich um alle möglichen Arten von Heloten handeln, die den Eindruck machten, als ob sie zum Ursprung einer Rebellion werden könnten. Oder, falls es zu einer Rebellion käme, zu einem Problem werden könnten. Wir können davon ausgehen, dass nicht links und rechts einfach Heloten abgeschlachtet wurden. Wie bereits erwähnt, ist sehr vieles über die Kryptea unklar, doch zumindest die Vermutung ist naheliegend, dass sie ähnlich wie moderne Geheimdienste ein Informationsnetzwerk hatten. Eines nämlich, dass sie mit Informationen versorgte, welche der Heloten rebellisches Gedankengut verbreiteten oder welche Heloten generell sehr unzufrieden waren. Was ja auch Sinn machen würde, da wenn sie wirklich Jagd auf die stärksten und fähigsten Heloten machen, man ja nicht gleich alle von dieser Sorte umbringen will. Zum einen, weil wir oft in der Geschichte sehen, dass zu striktes Vorgehen eine Rebellion eher befeuert, als diese einzudämmen. Denn wenn jede Ortschaft regelmäßig Leute, Familienangehörige und Freunde verliert, steigt die Unzufriedenheit natürlich rasant an. Ein weiterer Grund, wieso man nicht einfach random alle umbrachte, die in diese Kategorie passen. Man wollte ja auch fähige und starke Heloten, die kein rebellisches Gedankengut hatten, im Idealfall am Leben lassen, da sie ja Top-Arbeitskräfte waren. Also können wir eigentlich mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass sie Informanten hatten, die sie über das Leben der Heloten bzw. Herde von Unzufriedenheit informierten, damit die Agenten der Kryptea ja dann um einiges effizienter Ziele ausmachen konnten,
die sie beseitigen mussten. Es gab aber auch Vorfälle von größeren Aktionen. Inwiefern die Kryptea darin verwickelt war, ist nicht ganz klar. Doch der Athener Stratege und Geschichtsschreiber Thukydides berichtet von einem besonders großen Vorfall. Er beschreibt, dass etwa um das Jahr 1425 vor Christus rum etwa 2000 Heloten, die in Schlachten als Hilfstruppen für Sparta gekämpft hatten, gesagt wurde, dass sie sich alle an einem Ort versammeln sollen. Die Spartaner sagten ihnen, dass sie als Belohnung für ihre Dienste ihre Freiheit kriegen würden. Anschließend sollen diese 2000 Heloten für immer unter mysteriösen Umständen verschwunden sein. Was dort genau passierte, ist laut Thukydides unbekannt. Doch er impliziert stark das, was wir alle wahrscheinlich denken, wenn wir diese Geschichte hören. Sie wurden alle beseitigt und ihre Leichen ließ man einfach schön verschwinden. Okay, zusammenfassend kann man sagen, dass zumindest eine Aufgabe der Kryptäer, über die wir wissen, sehr viel von Blut und Attentaten geprägt ist. Und das bringt uns zu einer zweiten Aufgabe der Kryptäer, über die sich die meisten Quellen auch einig sind. Und die geht auch ein bisschen Hand in Hand mit allem, was wir über sie und die Heloten gehört haben. Es handelt sich nämlich um militärische Ausbildung und Ausbildung im Guerillakampf. Okay, um die zweite Aufgabe der Kryptäer zu verstehen, müssen wir zuerst einmal wissen, wie die Mitglieder der Kryptäer ausgewählt wurden. Es scheint sehr viel Einigkeit darin zu geben, dass die Mitglieder der Kryptäer von der Agoge ausgewählt wurden. Für diejenigen, denen Agoge nichts sagt, man kann Agoge vereinfacht als Schule der Spartaner bezeichnen. Nicht falsch verstehen, die Spartaner saßen jetzt nicht im Unterricht und interpretierten dort Gedichte oder knallten sich Vokabeln rein. Natürlich war der Hauptsinn der Agoge die Kriegskunst. Aus dieser Agoge wählte man dann die begabtesten und fähigsten Schüler aus und führte sie in die Kryptäer ein. Und hier kommt der weitere Nutzen der Kryptäer ins Spiel. Denn das ausgesendet werden, um in der Wildnis zu übernachten, mit sehr wenig ausgestatteten Nahrung, die man sich selbst beschaffen muss, und dabei verschiedene Überlebenskünste anwenden, Informationen beschaffen und dann Attentate auf die stärksten und fähigsten Heloten ausführen, all das diente natürlich auch einer militärischen Ausbildung. Eigentlich wurde hier ja direkt Guerillakampf und asymmetrische Kriegsführung angewandt und praktiziert. Wir haben zwar das Bild von Spartanern als Krieger, die man nur auf dem Schlachtfeld sah, mit Ehre und Anstand. Doch es gibt viele Berichte über die Kriegsführung von Spartanern, die nicht darauf ausgelegt waren, einfach nur auf dem Schlachtfeld zu kämpfen. Dazu gleich mehr, wenn wir einen Blick auf die Schlacht an den Thermopylen werfen, also der Schlacht, auf dem der Film 300 basiert. Aber schließen wir noch ganz kurz diesen Ausbildungsaspekt ab. Zwar ist unter Historikern und auch in altgriechischen Quellen stark umstritten, wie groß der Anteil der Ausbildung in der Kryptäer war und wie sehr der Anteil an der Reduzierung der Helotenpopulation ist, aber trotzdem ist man sich zu großen Teilen einig, dass beide Aufgaben eine Rolle spielten und gleichzeitig existierten. Es ist auch sehr, sehr wahrscheinlich, dass die Kryptäer klare Hierarchien hatte, dass also nicht der größte Teil nur Schüler aus der Agoge waren, sondern dass die Schüler nur einen Teil der Kryptäer ausmachten, während es auch ältere und schon voll ausgebildete Spartiaten in der Kryptäer gab. Vergleichen kann man es mit beispielsweise der Bundeswehr oder jeder anderen Armee, in der man neben Rekruten in der Ausbildung auch bereits voll ausgebildete Angehörige mit verschiedenen Rängen und Funktionen hat. Aber wie gesagt, behaltet bei all dem im Hinterkopf, wir wissen nur sehr wenig über die Details der Kryptäer, weil, naja, wie gesagt, es liegt halt in der Natur einer Organisation, die im Verborgenen operiert, dass sie halt im Verborgenen operiert. Und wie gesagt, dazu kommt, dass die Spartaner sowieso kaum schriftliche Zeugnisse hinterließen. Und dadurch wird dieses sowieso schon sehr vage bekannte Thema nur aus der Sicht von Außenstehenden beschrieben. Jetzt kommen wir aber zu dem Versprechen, das ich euch am Anfang gemacht habe. Den Bezug zu der Schlacht an den Thermopylen und der Frage, was das mit der Kryptäer zu tun hat. Die meisten haben wahrscheinlich von dieser Schlacht durch den Film 300 erfahren. Und um fair zu bleiben, auch wenn der Film sich natürlich sehr, sehr viele historische Freiheiten nimmt, kann man halt nicht abstreiten, dass der Film eine Bombe ist. Ich meine, come on, da kann man noch so sehr sagen, also der Film ist ja sowas von historisch falsch, bla 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 bla. Trotzdem ist der Film halt der Hammer. Aber abgesehen von den vielen Freiheiten sind zumindest die groben Eckpunkte des Films Dinge, die auf historischen Tatsachen aufbauen. 300 Spartiaten mitsamt anderer Verbündete halten tagelang gegen eine Übermacht aus. Und am Schluss haben die noch lebenden 300 Spartiaten mitsamt etwa 1000 anderen Verbündeten den Rückzug ihrer anderen Verbündeten gedeckt und sterben bei diesem letzten heldenhaften Kampf. Richtig? Naja, vielleicht.
Diese Darstellung wird meistens als historisch korrekt bezeichnet. Aber ob das wirklich so ist, ist gar nicht so sicher geklärt. Denn diese Version ist nur eine Beschreibung von Herodot, was an diesem Tag genau passiert sein soll. Ich habe ein Video gemacht, in dem ich etwas genauer darauf eingehe, doch für dieses Video reicht es zu wissen, dass es eine zweite Version gibt, was an diesem Tag genau passiert ist. Wenn ihr mehr Details wollt, könnt ihr euch, wie gesagt, gern das Video anschauen, bei dem ich darauf genauer eingehe. Es gibt nämlich eine völlig andere Version der Geschehnisse um den letzten Tag, an dem die Spartaner mitsamt der Verbündeten, die zurückblieben, kämpften und fielen. Und in dieser zweiten Version und in den Beschreibungen der Ereignisse von Diodor tauchen nämlich viele Aspekte auf, die stark an die Kriegsführung der Krypteia erinnern. Denn in Diodors Beschreibung haben die Spartaner nicht einfach nur dagestanden und sind in einer offenen Schlacht gefallen. Laut ihm haben die noch die lebenden Spartiaten sich nachts in das Lager von Xerxes geschlichen. Ihr Ziel war es, ein Attentat auf Xerxes auszuführen und den König der Perser zu töten, um den Krieg an Ort und Stelle zu beenden. Er führt auch, dass die Spartaner es schafften, sich bis zum Zelt von Xerxes vorzuarbeiten. Dort haben sie ihn aber nicht vorgefunden und wurden auch irgendwann entdeckt. Es kam zu großen Kämpfen und zu einem riesigen Massaker, in dem die Spartaner im Herzen des Camps der Gegner noch standhielten und viele Perser mit in den Tod nahmen. Wie gesagt, für mehr Details könnt ihr gerne mein anderes Video dazu schauen. Wichtig für dieses Video ist aber, dieses Vorgehen, welches Diodor beschreibt, sind weniger geprägt von der ehrenhaften Kriegskultur Spartas, sondern vielmehr ein Vorgehen, das an Mittel und Zwecke der Krypteia erinnert, bei der man strategisch spezifisch wichtige Personen auswählt und versucht, Attentate auf sie auszuführen. Und das ist nicht mal so abwegig, denn es ist sehr wahrscheinlich, dass die Spartiaten, die Leonidas mit an die Schlacht bei den Thermopylen nahmen, eine Ausbildung in der Krypteia gekriegt haben. Eine Erinnerung, vor allem die fähigsten und besten Spartiaten der Agoge wurden ausgesucht und in der Krypteia für die Ausbildung aufgenommen. Da Leonidas und die Spartiaten, die er mitnahm, an die Schlacht bei den Thermopylen mit zu der Elite in Sparta gehörten, können wir davon ausgehen, dass alle anwesenden Mitglieder der Krypteia waren oder gewesen waren. Es würde auch erklären, wenn wir natürlich Diodors Beschreibung der Ereignisse als Grundlage nehmen, wieso sie so effektiv waren bei der Ausführung von Mitteln in der asymmetrischen Kriegsführung bzw. des Guerillakampfes. Sollte Diodors Darstellung also wirklich näher an der Realität sein als die Darstellung von Herodot, dann können wir mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die Krypteia weiterging als nur die Kontrolle über die Heloten und auch in den Kriegen gegen andere eine wichtige Rolle spielte. Ich weiß, das Beispiel ist etwas weit hergeholt, aber ganz grob gesagt erinnert das Ganze schon ein bisschen an die Ninjas in Japan während des Sengoku Jidai, also dem Zeitalter der sich streitenden Reiche. Letztlich können wir aber nur sagen, die Krypteia ist zwar nicht etwas, woran man als erstes denkt, wenn man Spartaner hört, aber hat trotzdem ein unfassbar faszinierender und interessanter Aspekt der spartanischen Geschichte. So, hoffentlich hat euch das Video Spaß gemacht. Nächsten Sonntag kommt auch ein sehr langes Video zu dem Massaker in Akkon an knapp 3000 Muslimen seitens der Kreuzfahrer während des dritten Kreuzzuges. Und wie gesagt, ich habe auch noch ein Video, bei dem ich genauer eingehe auf die Schlacht bei den Thermopylen und die zweite Version, was dort genau passiert sein soll. Über ein Like, Kommentar, blablabla, würde ich mich freuen. Okay, in diesem Sinne, abonniert Anekdoten aus der Geschichte und so, genießt euren Tag. Cheers.